Los geht's! Fahrradschuhe und Taschen festgeschnallt. Mit dem Rad und innerhalb eines Tages wollen wir ans Meer. Wir, das sind Anna, Jule, Jolan und Jonas. Na, ihr Eumel? Ja. Am Ende der U1 hinter Hamburg starten wir unsere Radtour. Über Bad Oldesloe und Lübeck wollen wir an die Ostsee fahren, auf einer selbst zusammengestellten Route durch das schöne Schleswig-Holstein. Ich trete Beweis an, dass man auch mit dem billigen Fahrrad ankommen kann, hoffentlich zumindest, denn ich habe das einfachste Stadtrad und Discounter-Satteltaschen hinten dran. Aber ich hoffe und denke, ich werde auch ans Ziel ankommen. Ich würde sagen, pro 5 Kilometer so ein Kraftriegel essen, viel trinken und einfach ein bisschen die Natur angucken. Ich freue mich am meisten aufs Meer. Ich habe richtig, richtig Bock, heute Abend schwimmen zu gehen und ich hoffe, dass mein Po am Ende nicht so sehr wehtut. Boah, das können wir ja so ganz klar nicht sagen, weil wir ja nicht wissen, wie gut wir vorankommen. Ich glaube, am Ende versuchen wir ja so gegen 20 Uhr an der Ostsee zu sein. Also wir sind wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall 12 Stunden unterwegs. Auf eine gute Tour! Jetzt ist auch alles. Na dann, let's go! Wir haben mehr Zeit für den Weg eingeplant, als für diese Radtour nötig ist. Wer ohne Film- und Fotostops radelt, ist schneller an der Ostsee. Von hier bis nach Travemünde sind es knapp 5 Stunden mit dem Fahrrad. Nächster Halt, U1. Eine Endhaltestelle, die nie eröffnet, aber trotzdem genutzt wurde. Willst du vielleicht noch einen Ticken runterschieben? Dann bin ich, glaube ich, nur so bis hier drauf. Ja, aber wenn wir fahren, dann kann es gut sein. Eigentlich sollte die U-Bahn-Linie 1 statt in Großharnsdorf am Beimoor enden, in der Nähe einer geplanten Rüstungsfabriksiedlung. Ab 1915 wurden Gleise montiert, ein Mittelbahnsteig und Treppenhaus gebaut. Es fehlte nur noch die Elektrik. Aber nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Station nicht mehr gebraucht. Das Gebäude wurde dann über die Jahre als Materialquelle, Schießanlage und Wohnheim genutzt. In den 70ern brannte es ab. Heute kommt nach 800 Metern bewachsenen Bahndamm an Lost Place, eine U-Bahn vor nie. Mittlerweile wohnen hier Fledermäuse. Wir wollen da aber nicht einziehen, deswegen geht's weiter durch den Beimoorwald. Es ist richtig schön, wie es Licht da durchfällt. Die Strecke, die wir fahren, haben wir selbst zusammengestellt. Wenig Straße, dafür viel Natur und Abwechslung. Also geht es erst durch den noch taunassen Wald, vorbei an Feldern, durch kleine Dörfer Richtung Bad Oldesloe. Immer mit dabei unser Filmequipment. Jonas, was machen die da gerade? Technik, die begeistert einstellen. Jetzt sieht sie aus. Okay. Ja, Anna übernimmt jetzt die Helmkamera. Und ja. Sieht auf jeden Fall fancy aus. Jolan wird jetzt gefilmt von meiner Helmkamera. Sieht bestimmt auch fancy aus. Geh noch weiter, geh noch weiter. Da hat er uns verlassen. Vielleicht hat Jonas hier davon geträumt, wie viel schneller es gehen würde, wäre er nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Zug unterwegs. Oder er musste kurz pinkeln. Das bleibt sein Geheimnis. Sicher ist aber, mit dem Zug hätte er ganz schön was verpasst. Also, während die da gerade mal die Route planen, möchte ich dir was ganz Cooles zeigen. Guck mal da. Das sind die Motivationssocken. Die sind ganz, ganz wichtig. Nach knapp über 20 Kilometern Fahrt erreichen wir das erste Zwischenziel, Bad Oldesloe. Zeit, im Kurpark kurz durchzuatmen und zu entspannen.
Zwischen Hamburg und Lübeck, eingerahmt von den Flüssen Trave und Bestel, liegt Bad Oldesloe. Die Stadt hatte früher ein Heilbad, heute ist das Bad nur noch im Namen. Sehenswert ist der alte Stadtkern sowie die Peter-Paul-Kirche. Bad Oldesloe ist auch Startpunkt für Ausflüge in die Umgebung, wie das Naturschutzgebiet Brenner Moor. So Jule, ganz spontan, du hast heute Morgen verkündet, dass du alle 5 Kilometer einen Kraftriegel essen möchtest, ne? Ja, ich muss zugeben, den habe ich ziemlich schnell wieder aufgegeben, den Vorsatz. Tut mir mega leid, ich dachte, ich schaffe mehr, aber es ist nicht schaffbar. Also, ich wollte wirklich. Ein Kraftriegel? Ich habe es mir so fest vorgenommen, aber jetzt gibt es bald einen Riegel, aber ich habe noch gar keinen gegessen. Liegt es daran, dass du gar keinen Hunger hast oder was sind die Gründe? Wir hatten so ein bisschen Aufregung zwischendurch. Wir machen ja nicht nur die Fahrradtour, es geht ja nicht nur ums Fahren, wir filmen auch ein bisschen. Und da gab es ein paar unerwartete Momente. Und ich glaube, das Adrenalin hat meinen Körper dadurch so durchflutet, dass ich gar keinen Hunger hatte. Jetzt langsam sind wir aber hier im Kurpark in Bad Oldesloe und jetzt kommt auch ein bisschen der Hunger. Ich fahre wieder ein bisschen runter und vielleicht ist bald Zeit für einen Riegel. Eine kurze Verschnaufpause im Kurpark muss sein, bevor wir weiterfahren. Für eine ausführliche Stadtbesichtigung von Bad Oldesloe haben wir diesmal aber keine Zeit, denn vor uns liegt heute noch ein gutes Stück Strecke. Circa 25 Kilometer sind es von Bad Oldesloe bis nach Lübeck. Unser Weg führt entlang der Trave, vorbei an Bahnbrücken und immer mit Blick auf das Wasser. Die Trave, der zweitlängste Fluss Schleswig-Holsteins, ist insgesamt etwa 113 Kilometer lang. Das war aber nicht immer so, denn der Fluss ist quasi geschrumpft. Bevor die Trave begradigt wurde, kam sie auf gut 124 Kilometer. Wer die Trave entlang radelt und eine Pause braucht, kann das auf einer der Bänke am Flussufer tun. Die Trave ist nicht nur für FahrradfahrerInnen interessant, sondern auch für Sport- und FreizeitanglerInnen. Denn sie hat reiche Fischbestände. Hier findet man beispielsweise Aale, Hechte, Meerforellen und Zander. Echt aufpassen, dass man nicht vergisst, dass man nicht nur über das Display denkt. Ja. Weil es gibt halt auch noch Hindernisse. Anna? Was hast du gerade erzählt? Die Strecke, die wir rausgesucht haben, ist richtig, richtig gut, denn wir haben alles. Wir haben Wasser, wir haben Feld, super abwechslungsreich. Absolut. Offiziell sind wir hier schon in Lübeck, nur so richtig nach Stadt fühlt es sich noch nicht an. Zeit für ein bisschen Action. So, was ist hier los, Jule? Hier ist irgendwie, da ist der eine Teil, da ist der andere Teil. Ja, wir kamen gerade irgendwie von einer Art Mountainbike-Piste, so richtig schön über Matsch, ein paar Äste und den Wald runter, ein bisschen Schotter, ein bisschen Blätter. Eigentlich richtig abenteuerlich. Und wir kommen hier raus und hier ist die schönste asphaltierte Straße mit ganz frischen Markierungen. Also irgendwas läuft hier falsch. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung hier geplant wurde und ob die Schneise weiter durch den Wald gehen soll. Aber ich hoffe nicht, weil es sehr schön dort ist. Lübeck ist eine Stadt voller Geschichte. Bis zur Wende lag die innerdeutsche Grenze direkt am Stadtrand entlang der Trave. Wir sind in Lübeck, eins der
Highlights unserer Tour, würde ich sagen. Für mich auch etwas, ein komplett neues Pflaster. Und wir wollen jetzt ein bisschen die Stadt erkunden. So ein bisschen die Sehenswürdigkeiten auschecken. Ich habe gehört, hier gibt es Marzipan. Und ja, mal schauen, was man so sehen kann. Was würdest du dem Gebäude denn so auf einer Skala von 1 bis 10 für ein Rating geben? Ich finde, es ist auf jeden Fall ein dickes Gebäude. Weißt du, das schreit so. Deswegen ist es schon, es ist süß, es ist halt ein bisschen stämmig. Vielleicht eine 7. Fehlt mir noch ein bisschen, es fehlt mir noch ein bisschen der Pep. Also das Kopfsteinpflaster kriegt von mir eine 10 von 10. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Auf dem Markt. Gehe ich mal von aus und wahrscheinlich hier ist das Rathaus. Welches? Das von Lübeck. Nee, welches Gebäude ist das Rathaus? Achso, ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass mit den ganzen Wappen und da kommen alle drei Komplexe hier in Frage. Also entweder das, das oder das. Vielleicht alle drei zusammen, ne? Ja. Wissen wir nicht. Wenn du mir noch 5 Minuten Zeit gibst, kann Findest ich den Text da oben entziffern oder es kurz googeln. Im Mittelalter war Lübeck Haupt der Hanse, einem Zusammenschluss von Kaufleuten. Zu der Zeit beherrschte Lübeck sogar den Fernhandel in ganz Nordeuropa und war internationaler Umschlagplatz. Der Fernhandel machte die Stadt reich. Und das sieht man heute noch an den vielen historischen Bauwerken. Im Stadtpark von Lübeck angekommen, machen wir ein kleines Päuschen. Wir schalten raus zu unserem Radreporter. Jonas, du bist schon knapp 50 Kilometer mit deinem Stadtrad unterwegs. Wie läuft's denn bisher? Super, also ich hätte nicht gedacht, dass es doch so gut klappt. Fühle mich eigentlich noch mega fit und freue mich jetzt auf das letzte Stück bis zum Meer. Ofendorf. Moin. Die Maschine. Haben wir die zwei Mädels wieder eingeholt. Die wollen nur noch ins Meer. Direkt hinter Ofendorf erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet Travemünder Winkel. Geschlossene Waldflächen mit Moorseen und landwirtschaftliche Flächen wechseln sich ab. Das meiste davon ist mit Wanderwegen verbunden und lässt sich genauso gut zu Fuß erkunden. Auch wir lassen es uns nicht nehmen, kurz aus dem Sattel zu steigen und den Rinderkälbern beim Spielen zuzusehen. Dann geht es aber weiter, denn wir wollen noch vor Sonnenuntergang ankommen. Weit ist es nicht mehr. Und dann sind wir endlich an unserem Ziel. Travemünde. Hinter uns liegen 12 Stunden Fahrt und knapp 75 Kilometer. Und vor uns endlich der Strand und das Meer. Die Fähren Richtung Helsinki, Malmö oder Liepāja starten hier ihre Reise. Aber für uns ist hier, wo die Trave in die Ostsee mündet, das Ziel unserer Tour erreicht. Ich glaube zunächst mal große Befreiung, weil ich wusste, wir haben es geschafft. Wenn wir das Ganze auch so toll dokumentieren konnten, ja, ich habe mich irgendwie gefreut. Es hat sich angefühlt wie so eine Belohnung für jetzt die letzten Wochen, die für uns alle irgendwie stressig waren. Deswegen war das jetzt, glaube ich, richtig schön. Also ich bin richtig, richtig froh, dass wir jetzt an der Ostsee sind. Ich möchte auch gleich nochmal ins Wasser springen. Oh.
müde. Ich würde auch gerne ins Bett gehen bald. Aber ich freue mich jetzt auf Wasser, Pizza und ein leckeres Getränk. Und dann auf die Zugfahrt. Da werde ich einfach richtig abchillen und vielleicht einschlafen.